Und zwar gewinnen wir die nächste Runde. Wir stehen also nach wie vor, also wir sind noch in allen Wettbewerben vertreten. Die Bundesliga als Wettbewerb sehen wir mal so für die guten Plätze. Es wäre schon, an der Stelle muss ich ja so ein bisschen einwerfen, ja klar wird man sich über einen Euroleague-Platz freuen, ist ja ganz klar, aber ich sehe den absolut nicht als Zielsetzung, muss ich ganz klar sagen, ein bisschen auch distanzieren von, weil dann schürt man selber Erwartungen, die man mit so einer Mannschaft dann zwangsläufig gar nicht einhalten kann. Man wird es mitnehmen, ganz klar, logisch, ne? Warum nicht, wenn man sich erspielt, hat man es auch verdient, aber da müssen wir dann mal schauen, ob das nicht ein bisschen zu hoch gegriffen ist. Okay, alles klar, meine Ansprache war, wir kommen weiter, da habe ich ganze 3 Punkte, oder 4 Punkte sogar reingesetzt, das ist natürlich sehr gut. So, jetzt gucken wir mal, gegen wen wir spielen werden. Wir spielen gegen die Hoffenheimer. So ein bisschen, auch so ein bisschen Derby-Feeling. Ne, Sinsheim ist nicht weit von Karlsruhe entfernt. Da ist immer was drin. Okay, alles klar. Hamburg gegen Pauli, Dortmund gegen 1860 und die Münchner gegen Schalke. Das ist ein super Spiel. Schon im Viertelfinale. Sehr schön. Und wir bekommen zusätzliches Budget. So, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und zwar gehe ich hier auf Feldspieler und auf individuelle Fähigkeiten. Das ist mir ganz wichtig. Die drücke ich hier auf 8 sogar. Teamwork läuft eigentlich sehr gut. Da brauchen wir bloß 3. Fitness ist auch eigentlich recht gut. Hier nehmen wir 4 mit. Wir haben aber alles hoch. Wir können Taktik gar nicht einsetzen. Also brauchen wir gar nicht mehr Punkte reinsetzen. Geistige Fähigkeiten. Feldspielerfähigkeiten machen wir mal so. Und da können wir dann gerade die individuellen Fähigkeiten, da können wir das Trainingsvolumen einfach mal nach oben schrauben von den Jungs. Das wäre doch klasse. Fitness, die sind auch eigentlich immer fit, von daher gehe ich hier mal wirklich auf die 9 bei den individuellen Fähigkeiten, damit wir schnell noch vielleicht einen zweiten Freischussschützen mit Stilic bekommen etc. Das wäre doch ganz, ganz wichtig. Okay. Sehr schön. Ihr hört im Hintergrund so ein bisschen Nachrichten. Ihr kennt das ja von mir, Angel Radio. Schön. Samstagmorgen. So, die riskante Ansprache war erfolgreich, wirkt sich äußerst positiv auf die Moral auf. Also, und jetzt geht's los. Und jetzt befinden wir uns direkt im Winter, sozusagen in der Winterpause. Und können eigentlich alles einstellen, was so wichtig ist. Wir bekommen nochmal 1,65 Millionen auf das Reservebudget obendrauf. Da können wir dann wieder so ein bisschen mit agieren. Würde ich ganz gerne in die Baukosten investieren, um da noch ein bisschen was auszubauen, warum jetzt da die Gehälter künstlich nach oben schrauben oder das Transfervolumen, ist doch gar nicht notwendig. Wir können mit der Mannschaft wirklich weiterarbeiten und das finde ich sehr löblich. Wie geht's eigentlich Bui? Uisim Bui, wie geht's ihm eigentlich? Uisim Bui, 21 Jahre jung. Linkes Mittelfeld, ausgeliehen, eine 63, eine schwache Entwicklung genommen. Wir gucken mal, 6 Spiele nur für die Lauterer gemacht. Ja, das ist halt nun mal so, ne? Das ist... Ihr seht, Technik 86, Flanken 82, Passspiel 80. Also alles eigentlich ideal, wenn man so möchte. Dribbling geht ihm irgendwie leider nicht ab, aber alle anderen Werte sind doch wirklich recht gut. Da müssen wir mal schauen, dass er, wenn er wieder zurückkommt, dass wir da nochmal ein bisschen Gas geben. Er hat nur ein Gehalt von 70.000, das ist auch ein Witz eigentlich, ne? Gut, okay, was haben wir denn für ihn bezahlt? Ich muss mal gucken, was haben wir denn für ihn bezahlt? Ablösefrei kam er zu uns von Ajax Amsterdam. Sehr schön. Okay, ja, das Erste, was wir machen müssen, sind die Verträge angleichen. So, an Tagen wie diesen, ihr hört's. Die inoffizielle deutsche Nationalhymne in den Tagen der Europameisterschaft. So, Florian Frommlowitz. Wir gehen das natürlich alles systematisch jetzt durch. Und zwar gehen wir dann hier rein. Transferstatus. Marktwert 3,5 Millionen Marktwert. Ich würde sagen, minimale Ablöse 4,1. Ich denke mal 7,5 ist vollkommen in Ordnung. Modibo Maija, Marktwert 2,3 Millionen.
Der könnte noch ein Stückchen auf jeden Fall an Marktwert gewinnen, das ist ganz klar. Ich drücke mal die minimale Ablöseforderung so auf den Marktwert auf 2,5 und die Ablöse auf 5 Millionen. Noch ein bisschen unter seinen Erwartungen geblieben für das Geld, was wir für ihn investiert haben. Ich glaube 3,5 Millionen waren das doch, ne, eine Ablöse. So, Terracino noch viel interessanter wahrscheinlich, war auch schon wesentlich höher vom Marktwert, ganz klar. Minimale Ablöseforderung sind 2,5 und er steht sogar zum Verkauf für 3,8 Millionen. Lohnt sich das? Ist so eine Frage, ne? Was macht man mit einem guten Marco Terracino? Ist das ein bisschen zu wenig? Sollte man ihn noch ein bisschen laufen lassen, die Rückrunde noch mitnehmen? Wann geht denn er eigentlich? Wann läuft der Vertrag aus? Ja, ist noch ein bisschen. Ich nehme mich mal runter. Muss ich auch direkt machen. Ansonsten wird das nämlich nichts. Und zwar. Können wir mal schauen, ob es auch geklappt hat mit der. Wenn man das nämlich da einstellt. Das war hier, war ja klar. Aber hier, ob das hier auch so drin bleibt. Ja, alles klar. Sehr schön, funktioniert. So, Stilic, ganz wichtiger Spieler. Obwohl er jetzt hier nicht den mega Wert hat. Aber trotzdem sehr, sehr solide immer. Er geht auch auf 3,2 Millionen. Alexander Bitroff 2,8 Millionen wert. Das möchte man dann bitte auch schön von ihm haben. Und 5,6 als Ablöseforderung. Emre Can. Ja, so ein bisschen. Also 1 Million mindestens und 2 Millionen idealerweise. Adama Herr, schauen wir auch mal. Marktwert. Ja, das ist, hält sich auch alles hier noch in Grenzen. Also ist jetzt kein Megasprung bei keinem Spieler. Klich ist ein bisschen zu niedrig. Der geht schon auf 1 Million, ihr seht's. Ja, natürlich hat so ein Spieler eine megamäßige Entwicklung, das ist ja ganz klar. Ist ja logisch, aber trotzdem bleibt Prip gesetzt. Bis dato noch, ne? Ist ja klar. Kriegt seine Einsätze. Der Klich hier wird seine Einsätze auf jeden Fall bekommen. So, 1,5 für Müller. Für Müller ist mir schon bald ein bisschen zu wenig. Für so einen wichtigen Spieler. Auch schon 26. Ja, Scheppers, das passt soweit. Haas ebenfalls. Den können wir mal zum Verkauf ausschreiben für 1 Million. Minimale Ablöseforderung. Ja, die geforderten 600. Ja, können wir auch so lassen. Toni Calvo steht auch zum Verkauf. Deni Alla ist so Kaufoption auf Transferleihe. Kaufoption mit drin. Das geht aber nicht. Leihgebühr können wir auch ein bisschen runtergehen. So, Stalins. Das ist natürlich ein super Transfer gewesen, finde ich. Da schauen wir mal, wie das Weiterentwicklung ist. Aber ansonsten sieht das alles hier ganz solide aus. Die unteren Ränge, da kann man dann einfach... Oh, das ist hier 550.000 wert, ne? Das muss man sich vorstellen. Ist nicht so viel. Für ihn hätte ich auch mindestens gerne 1 Million, wenn wir ihn weggeben sollten. Aber aktuell als Kapitän auch gesetzt, von daher, das lassen wir so. Holstein ebenfalls. Und Gnasi! Unverkäuflich, ihr seht's. 7,3 Millionen wert. ja, mindestens. Und da kannst du schon bald 14 Millionen kannst du hier reinmachen. Ist ja geil. 14 Millionen. Wir nehmen ihn mal runter von unverkäuflich. Weil das wäre jetzt schon, das ist eine Summe. Da würde ein Karlsruher Sportclub auf jeden Fall nervös werden. Muss man sich mal vorstellen, wenn man ein Jahresbudget hat, von, keine Ahnung, 10 oder 20 Millionen vielleicht, dann ist sowas hier absolut unrealistisch zu sagen, nee, wir verkaufen den nicht. Und das möchte ich halt nicht. Pogba jedenfalls noch unverkäuflich, ja. Schön wäre, jetzt machen wir mal. Wir gucken mal, ob Angebote reinkommen. Es wäre zumindest mal interessant zu sehen, was sich so ergibt. Auch hier wären 12,5 Millionen vollkommen realistisch. Das soll ja auch so ein bisschen abschrecken. Aber es gibt immer Teams und Mannschaften, die darauf einsteigen. Das wäre Gold wert, wenn wir das kriegen würden für ihn, ne? Muss man auch wiederum sagen. So, alles klar. Alles eingestellt, das passt soweit, sehr schön. Haben wir das auch schon hinter uns gebracht. Und dann können wir jetzt schauen, dass wir die zweite Mannschaft, ja, die ist jetzt nicht so... Mit wem können wir denn hier verlängern? Yashvili, ja, der hat seine letzte Saison bei uns.
der geht dann auf jeden Fall nochmal so das Abschiedsspiel noch machen für ihn, ne? Vertrag, Vergleich, alles klar. So, Piontek ist noch da. Das sind alle Spieler, deren Verträge laufen aus, liebe Leute. Aber die wir wahrscheinlich nicht verkauft bekommen. Und zwar alle. Alle Forderungen auf Marktwert. Minimale Forderungen ein bisschen senken. Dann gucken wir mal, ob wir noch ein paar Verkauf kriegen. Hier Piontek. Können wir auch gleich reingehen. Aktionen. Vertrag. Vertrag verlängern. Kann man den nicht anbieten? Ich kann den nicht mehr anbieten. Schade. Milchraum. Den könnte man anbieten. Seifert kann man auch nicht mehr anbieten. So. Ja, einfach zu spät, ist mir einfach zu spät gekommen, ne? Da hätte man jetzt im vorigen Jahr das machen müssen. Wir gucken mal rein in der ersten Mannschaft, bei wem der jetzt der Vertrag. Hofmann läuft aus. Das ist auch so eine Problematik. Verlängert man mit ihm oder lässt man es sein? Ich glaube, der beendet auch seine Karriere, oder? Ne, noch nicht mal. Ach, was machen wir mit Hofmann? Steffen Hofmann ist offensichtlich nicht mehr motiviert, er wird den Verein verlassen. Alles klar, dann habe ich das auch geklärt. Wollte ich nochmal verlängern, aber klappt nicht. Okay, gut, ist auch nicht halb so wild. Fassli, aber an der Stelle nochmal vielleicht. Ah, den bieten wir mal schnell an, irgendwo. Weil verlängern mit Fassli wollte ich eigentlich nicht. Dafür ist die Entwicklung einfach ein bisschen zu schwach. Ja, hier. Probieren wir auch nochmal.